Es gibt wieder neue Funktionen von Divi. Gerade vor wenigen Tagen kamen ein paar wichtige Änderungen raus betreffend die Hintergründe. Das heißt, wir haben jetzt viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten, was die Hintergründe betrifft. Man sieht es hier leicht schon. Es gibt verschiedene Arten von Hintergründen, die man jetzt einfügen kann, der eigenen Farbe anpassen kann und noch viele, viele Dinge mehr. Schauen wir uns an, was ist dazugekommen. Damit wir uns das besser anschauen können, gehe ich jetzt nochmal einen Schritt zurück. Ich habe jetzt weißen Hintergrund, den Standardhintergrund, habe hier nur einmal ein Bild eingefügt in die rechte Spalte. Und jetzt schauen wir rein bei der Sektion unter Einstellungen unter Hintergrund. Wir sehen jetzt, wir hatten ja vorher hier 4 Tabs, die wir anklicken konnten. Das heißt, wir haben die Hintergrundfarbe, die gab es schon, Hintergrundverlauf, Hintergrundbild und Video. Neu hinzugekommen sind jetzt die Background Patterns, und so Background Masken. Starten wir mal mit dem Pattern. Was heißt das? Klicken wir mal hier auf das graue Plus, schauen wir mal an. Genau. Wir haben jetzt hier einen Hintergrund eingefügt mit so Dots, also mit so Punkten. Und wenn man da drauf geht, dann sieht man erst einmal, man kann das Ganze der eigenen Farbe anpassen, auch von der Transparenz. Das heißt, ich kann auch noch runterfahren, wenn ich das Ganze heller haben möchte. Rauf, wenn ich es stärker haben möchte. Ich kann es natürlich auch meinen eigenen Farben anpassen, da bin ich ganz, ganz flexibel. Genau, was passiert, wenn ich da draufklicke, das verändert sich jetzt nur ein bisschen von der Anordnung her. Genau, hier kann ich zum Beispiel spiegeln, das heißt, dann jetzt genau umgekehrt, mein Punkt wird weiß und der Rest erscheint jetzt in der Farbe, die ich oben ausgewählt habe. Dann kann ich hier die Größen verändern der Punkte. Und genau hier der wichtige Bereich, sind wir so drauf gekommen, hier auszuwählen, also unter dem gleich unter dem Bild, da klicken wir mal drauf, das ist jetzt die verschiedenen Hintergründe, die es jetzt so angelegt gibt von Divi. Jetzt machen wir da nochmal Standard jetzt zurück, so von der Größe her. Genau, so die Punkte, die hatten wir schon, gibt es also verschiedenste Muster. Das schaut vielleicht auch ganz gut aus. Das heißt, ich würde hier mit der Transparenz ein bisschen spielen, damit ich auch noch Text draufbringe und das nicht zu stark in den Vordergrund tritt. Das kann ich mir eben alles hier einstellen. Genau. Das ändert sich, wenn ich da drauf klicke. Genau. Also eine richtig coole Funktion, wie ich finde. Und das Ganze geht natürlich auch nicht nur auf weißen Hintergrund, sondern ich kann das auch mit Farbe jetzt überdecken. Also ich kann mir hier auch meine Farben einstellen. Je nachdem, wie ich es halt möchte, kann durchaus auch kräftiger sein. Also lassen sich richtig schöne Dinge gestalten. Entweder mit Farbverlauf oder du nimmst einfach eine Farbverlauf hier weg. Ja. In einer Farbe geht es natürlich genauso. Also es sind richtig coole Effekte, die es da jetzt gibt. Und schauen wir uns jetzt noch an, das Ganze mit den Masken, die da neu hinzugekommen sind. Siehst du, wenn ich jetzt eine Maske drauf mache, was heißt das? Es wird da verschiedene so Muster blicken da jetzt durch. Das heißt, der Rest wird jetzt weiß überdeckt. Das ist nicht transparent und da, wo es jetzt durchschimmert, da sieht man jetzt das Muster, das ich vorhin eingestellt hatte. Da gibt es auch viele, viele zur Auswahl. Und
natürlich dann schauen, dass das Ganze dann zusammenpasst, ist von Anordnung im Bild. Das heißt, auch das Bild kann man natürlich dann verändern, von der Größe her und die Anordnung, dass das dann auch alles gut aussieht. Also ihr seht, richtig cool. Weil wenn du dir denkst, jetzt kannst du das alles jetzt in Divi machen, vorher musste man das aufwendig in einem externen Programm machen, sondern in einem Grafikbearbeitungsprogramm, und jetzt kann man das alles innerhalb von Divi gestalten. Das ist echt richtig toll und spart sehr viel Zeit. Ich kann hier auch die Positionen verändern. Oder den Ausschnitt wieder mal umdrehen. Also echt mal durchprobieren, was für Möglichkeiten gibt es denn hier. Was würde dir gefallen, hier deinen Stil zu finden? Viele, viele Möglichkeiten. Genau, wie wir hier sehen. So, ich habe das Ganze jetzt nochmal kurz gestoppt, um das Ganze nochmal mit Text auch zu hinterlegen, dass man das sieht, wie das wirkt, so, wenn man so ein Bild hat, so ein Startbild mit Text dazu. Also, ich muss sagen, ich bin richtig begeistert, gefällt mir echt gut, was man jetzt damit alles gestalten kann. Das Ganze ist natürlich auch möglich mit Hintergrundbildern, also nicht nur mit Bildern in einer Zeile drinnen, in einer Spalte. Das geht auch, wenn man Hintergrundbilder einfügt. Genau, also ich gehe jetzt in die blaue Sektion rein, über die Einstellungen, auf Hintergrund, Hintergrundbild, auf das Plus und wähle jetzt den Hintergrundbild aus. Dann machen wir über Design Zwischenraum das Ganze noch größer. Wunderbar. Hier wieder zurück auf Inhalt, Hintergrund. Ich mache jetzt das Ganze mit der Maske. Schauen wir uns das an, welchen Effekt das Ganze jetzt hat. Klicken wir jetzt da auf das Plus. Genau, du siehst schon. Jetzt habe ich so einen Ausschnitt quasi, der jetzt so durchschimmert. Und das kann ich jetzt mit den ganzen Elementen machen, wie es jetzt da so zur Verfügung gibt. Ich würde mich da auch, wenn die Ausschnitte nicht hundertprozentig passen, dann müssen wir dann eben auch schauen, mit den Zwischenabständen nochmal das Ganze anzupassen. Das würde zum Beispiel ganz gut gehen. Was mich jetzt auch toll ist, es geht nämlich der Parallax-Effekt auch. Das ist das Ganze. Sieht man jetzt nicht so gut. Müssen wir vielleicht noch eine Zeile einfügen. Eine Sektion. Bisschen kann man schon erkennen, genau, dass sich das Bild eben bewegt so beim Scrollen. Ich kopiere das auch mal nach unten mit rein. Man sieht, wie schaut denn das Ganze aus mit Text drinnen. So, genau, ich habe jetzt Text hinzugefügt, den Button, und habe jetzt umgestellt bei Parallax-Effekt auf CSS, weil mir ist. Na gut, da geht's wieder. Haben sie jetzt so abgeschnitten. Genau, passt mich auch. Das heißt, da schaue ich mir einfach an, welche Variante davon mir gefällt. Auch in Kombination. Das ist natürlich für dieses Bild jetzt nicht so optimal. Das heißt, es kommt natürlich immer auf die Bilder drauf an, die man verwendet. Einfach auch ausprobieren. Was bewirkt dieser Effekt? Wie kannst du das vielleicht jetzt noch verbessern, das Ganze. Genau, wenn ich den Effekt nicht haben möchte, gehe ich einfach auf das Papierkorb-Symbol und
kann das wieder rauslöschen. Ich kann nämlich auch Farbe drüber, den Farbverlauf jetzt drüber geben. Über dem Bild platzieren, ja. Gebe jetzt meine eigenen Farben wieder rein. Natürlich jetzt von der Transparenz wieder runtergehen, über den Regler, dass man es wieder durchsehen kann. Na gut, müsste man natürlich jetzt wieder die Schriften wieder anpassen, dass man die wieder gut sehen kann. Aber es ist nämlich auch schön, dass das jetzt funktioniert. Es hat mich auch immer gestört, wenn man den Parallax-Effekt aktiviert hatte, dass man dann keinen Verlauf drüber setzen konnte. Und das geht jetzt mit der neuen Version jetzt auch. Es ist, ich glaube, 4.15 plus 1, aktuelle Divi-Version. Genau, das sind so die neuen Möglichkeiten. Hintergründe hinzufügen, eben neben den bekannten, die wir schon hatten, mit farbigen Hintergrund, Hintergrundverlauf, Hintergrundbild, Video, jetzt eben mit den, machen wir es nochmal, zeigen wir es nochmal vor, mit den schönen Hintergrundelementen und mit der Maske. Genau, so. Dann wünsche ich dir ebenso viel Spaß beim Ausprobieren, wie ich es jetzt hatte. Und ich bin echt schon gespannt, was man in der nächsten Zeit so davon sehen wird, wie die Leute das jetzt umsetzen werden. Und wenn du jetzt auf den Geschmack gekommen bist, auch deine Website mit Divi zu erstellen oder vielleicht auch schon dabei bist, dann verlinke ich dir unterhalb des Videos auch noch meinen Kurs, wo ich dich eben Schritt für Schritt zu deiner eigenen Website begleite und so wirklich von ganz von vorne starten wir da. Du brauchst keine Vorkenntnisse. Starten wir von der Anmeldung, der Webadresse, Webspeicherplatz bis zum Online-Gang deiner Webseite, erstellt mit dem Divi-Sim, bekommst du wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung an die Hand, mit der die Umsetzung einfach viel, viel leichter fällt, als wenn man sich da alles selber zusammensuchen muss. Gut, dann wünsche ich dir noch viel Spaß beim Ausprobieren und ich freue mich, wenn ich auch dir Lust drauf machen könnte, deine Website mit Divi zu erstellen.